Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn und dem Beagle. Ich möchte in Elisabeth Sobecks Büro. Wir haben einiges rausgefunden und wollen noch mehr wissen. Und jetzt muss ich springen, oder wie? Nach oben oder nach unten? Nach oben. Was gibt's denn unten? Gar nichts. Aloy, bitte reiß dich am Riemen. Hier sind noch ein paar Datenpunkte, sehe ich gerade. Darin wurde irgendetwas aufbewahrt. Roboter profitieren von Bauteil, das entfernt wurde. Obwohl Caprini eine höhere Belastbarkeit aufweisen. Du lernst schnell, Gaia. Dr. Sobeck, während meiner vergleichenden Analyse der verschiedenen Säugetierstrukturen habe ich umfassende Daten über das Quartäre Aussterben gesammelt. Mhm. Oh, und deine Einschätzung? Gaia? Logisch gesehen war das Aussterben eine natürliche Konsequenz. Mhm. Aber ich finde den Verlust dieser Megafauna unglaublich traurig. Dass sie völlig in Vergessenheit gerieten, weckt in mir ein Gefühl der Trauer, das schwer zu beschreiben ist. Ist das ein Fehler? Nein. Nein, Gaia, gar nicht. Es ist gut. Sehr gut. Gaia ist natürlich ein Programm mit Gefühlen. Eine Maschine mit Gefühlen. Nee. Geht auch gar nicht anders, wenn man so ein großes Ding haben möchte. Du kannst da keine Maschine dran sitzen. Ihr habt gesehen, wo es hingeführt hat, diese Maschine zu benutzen von Pharaoh, die ohne Gefühle agiert haben. Die Welt hat danach nicht mehr existiert. Nicht mehr so. Es folgt eine kurze Zeit der Bewusstlosigkeit während des Umzugs nach Prime und dem Aufbau. Elisabeth, darf ich etwas dazu sagen? Wenn du am neuen Standort wieder läufst, schalten wir die Unterfunktion online und sehen, wo wir stehen. Elisabeth, ich erkenne Betrübnis. Geht es dir gut? Ja, doch. Ich begreife, dass uns die Umstände zu einem sehr frühen Start zwingen. Aber die Subsysteme sind betriebsbereit. Die Chancen stehen gut für uns. Aber wenn... Gaia, da draußen ist nichts mehr. Ohne Schutzanzug ist es unmöglich, überhaupt zu überleben. Milliarden Opfer. Ihr Tod war entsetzlich. Was ist, wenn es umsonst war? Elisabeth, das Aussterben war unvermeidlich. Dank dir hat das Leben eine Zukunft. Glaubst du wirklich? Ich glaube an dich, Elisabeth. An dich und das... Huch. Die Synchronstimme von Elisabeth kenne ich irgendwoher. Also außer von Elisabeth natürlich. So, holen wir uns das hier auch noch. Logik allein reicht nicht, Ted. Damit es klappt, muss Gaia ein wenig Eigeninteresse haben. Sie muss fühlen. Und wenn sie Amok läuft? Lernen wir gar nichts aus unseren Fehlern? Deinen Fehlern willst du sagen? Alles, was ich sage, ist, baut ein Notaus ein. Sie ist ganz jung, Ted. Ich halte ihr keine Waffe an den Kopf, wenn sie noch in der Wiege liegt. Du redest wie von einem Kind. Was, wenn sie ein Monster wird? Elisabeth, darf ich vielleicht etwas dazu sagen? Natürlich, Gaia, nur zu. Ich widerspreche nur ungern. Doch Mr. Pharaohs Argument ist schlüssig. Leider war. Im Moment ist die Entwicklung meiner Psyche nicht vollständig vorhersehbar. Zum sicheren Erhalt des Lebens wäre ein Notfallschalter, glaube ich, eine Notwendigkeit. Da. Zufrieden, Ted. Himmel, Liz, mach, was sie sagt. Ich weiß nicht so ganz, wie dieser resignierte und völlig zerstörte Ted Pharaoh zu dem Ted Pharaoh in Teil 2 passt. Gebe ich offen zu. Vielleicht, wenn ich es nochmal im direkten Vergleich habe, wenn ich jetzt Horizon Forbidden West direkt danach spielen werde und für euch aufnehmen werde, kriege ich das nochmal verdeutlicht. Aber jetzt gerade passt das Resignierte, ich möchte doch noch irgendwie die Welt retten, auch wenn ich sie zerstört habe, Ted Pharaoh, nicht zu dem, was wir schlussendlich von ihm finden. Außer er hat sich vielleicht doch nicht geändert. Aber, das heißt geändert, aber
Ich sag mal so, in Forbidden West ist die Reue nicht so groß. Textbaustein. Ach, Truhe. Ist das auch ein Text? Das ist ein Text, okay. Das wird zu schwer. Das wird zu schwer. Lasst uns mal schauen. Ach, Trankbeutel und alles ist schon... Na gut. Ach, diese Sprengschleuderdinger. Nee, ich würde gerne hier drauf hinarbeiten. Hier zu dem Jägerbeutel. Also das ist ja wohl das Sinnloseste, was man machen kann. Modifikationsbeutel wäre eigentlich auch nicht schlecht. Na gut, ich habe gedacht, ich könnte vielleicht nochmal den Trankbeutel einen größer machen, aber der ist schon sehr groß. So, und warte mal, muss ich das hier auch scannen? Nein. Andere Seite vielleicht? Andere Seite. Dann schauen wir uns mal an, was Elizabeth Sobeck uns so zu sagen hat. Die Alpha Registry Master Datei. Intakt? Ja. Sieht unbeschädigt aus. Worauf wartest du denn noch? Kopier die Datei. Damit kann ich die Registry der Urmutterluke wiederherstellen. Sie öffnen. Hineingehen. Und die Geheimnisse darin erfahren. Mein Geburtsort. Vielleicht wer mich geboren hat. Wer? Bist du wirklich so naiv? Dort wird kein Wer auf dich warten, Aloy. Wie auch immer du auf die Welt kamst, es war ein Was, kein Wer. Du Bastard. Oh nein, ich hatte eine echte Geburt. Du, Aloy, bist die Schöpfung einer Maschine. Doch welche Maschine und warum? Warum bist du auf der Welt? Die Eclipse. Du musst verschwinden. Was du da hast, ist zu wertvoll. Du bist zu wertvoll. Ach, auf einmal. Fällt dir früh auf. Hoppala. Salappa. Wer ist das denn? Du lebst noch. Ah, das ist der kranke Dude. Ich plane, der sich auf Stein gelegt hat. Für dich, Kind. Der den kleinen König für einen Loser hält, weil er Gefühle hat. Mein ganzes Leben wusste ich eines mit prophetischer Sicherheit. Dass ich zu Ehren kommen würde als ein Streiter der Sonne. Selbst bei Gerans Ermordung, selbst als Meridian fiel, habe ich nie daran gezweifelt. Bis du gekommen bist. Als ich hörte, du hast überlebt, nagte der Zweifel an mir. So sicher, wie die Sonne jeden Tag ihren Lauf nimmt, sterben die, die ich töten soll. Doch diesmal nicht. Wie? Warum? Mit jedem deiner Angriffe, jedem Soldaten, der durch dich fiel, wuchs der Zweifel in mir weiter. Ich träumte immerzu davon, dir die Kehle aufzuschlitzen. Ein Schnitt. Ein schneller Zug mit der Klinge und du blutest aus. In so etwas bin ich sehr geübt. Warum zögern? Woher kam dieses Versagen? Und was zeigt deine Narbe? Du hast es nicht geschafft. Ja, ich erinnere mich. Er kämpfte gut. Für einen Wilden. Sein Name war Rost. Und er war ein besserer Mann, als du es je sein könntest. Der bessere Mann ist der, dessen Gedärme nach dem Kampf nicht vor ihm liegen. Kann man sich drum streiten? Er war das nicht. Ich hätte dich töten können, bevor er angriff. Aber ich tat's nicht. Dieses Versagen
verfolgte mich lange. Bei jedem Schritt. Erst als ich dich gefangen nahm. Unten an dem Ort. Erkannte ich endlich, wie die Wege der Sonne den gesamten Verlauf der Ereignisse gekennzeichnet hatten. Völlig krank. Du solltest damals auf dem Berg überleben. Ausgrabungen angreifen und meine Männer töten. Und ich... Ich sollte dich gefangen nehmen. Hier. Damit du als eine rituelle Opfergabe für die Sonne sterben kannst. Es ist alles, wie es sein sollte. Schicksal und Vorbestimmung. Weißt du, was auch Schicksal ist? Wenn ich dir meinen Stab ganz tief in den in deinen Arsch schiebe. Du bist ein Idiot. Ein gefährlicher zwar, aber ein Idiot. All dieses Gerede von Schicksal und Bestimmung. Hades redet bestimmt genauso, nicht wahr? Man hält dich nur zum Narren. Hades ist eine alte Maschine, nicht der verborgene Schatten der Karja. Er schert sich nicht um Meridian. Er will einfach alles und jeden töten. Und du bist ein williger Sklave. Ich diene nicht dem verborgenen Schatten, sondern der Sonne im Schatten. Aha. Die Hälften der Natur, vereint für die Sache. Schatten zur Sonne. Dunkel zu Licht. Mhm. Merkst du wirklich nicht, wie lächerlich das klingt? Statt einem irren, mörderischen König dienst du jetzt einer irren, mörderischen Maschine. Du steigst ab, nicht auf. Klar? Ich liebe Eloy. Ich werde daran denken, wenn ich deine Leiche brennen sehe. Was davon übrig ist. Du begreifst es wirklich nicht. Naja, du wurdest endlich besiegt. Und damit der Zweifel. Und aus einem festen Glauben wächst unbändige Kraft. Dann öffne den Käfig und stell dich der Probe. Prüf nach, ob es so kommt, wie du denkst. Der Kreis ist geschlossen. Jedes Element ist am richtigen Platz. Genau da, wo es hingehört. Die wilde Bestie, gefangen, wird ihren Zweck erfüllen. Als ein Opfertier. Was übrigens Opfer angeht, das wollte ich noch sagen. Nach der Zerstörung des Eclipse-Netzwerks schickte ich Boten in den Osten. Sie sollten dort Truppen versammeln für den Angriff auf das Heilige Land. Ich befahl, alle Nora zu töten. Ich hatte gehofft, du wärst dort, aber... Naja, die Aktion war dann wohl doch unnötig. Warum Unschuldige töten, ganz ohne Gewinn? Reine Zeitverschwendung. Das stimmt. Ich bin nicht mal da, um zuzusehen. Wie dem auch sei, ich könnte den Befehl auch gar nicht mehr zurückziehen. Da du ja unser Netzwerk zerstört hast, ist die Kommunikation mit meinen Truppen unmöglich. Du hast nicht nur dich verdammt, sondern den ganzen Stamm. Lässt sich darin nicht deutlich das flammende Urteil der Sonne erkennen? Dein Fokus. So ein mächtiges Gerät, nicht wahr? Und so zerbrechlich. Siehst du? Diesmal habe ich nicht gezögert. Das Messer hat schon zugestochen. Er hat ordentlich einen am Knopf. Gläubige, freut euch! Unsere Jahre im Schatten sind vorbei! Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Und wenn es soweit ist, wird der falsche Sonnenkönig tot sein. Und das heilige Meridian gehört wieder uns!
Und ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Alle Hälften der Natur vereint für die eine Sache. Schatten zur Sonne, Licht zum Dunkel, Nacht zum Tag. Seht her! Ach nö. Bleibt sitzen! Seht ihr nicht den Beweis des Segens der Sonne vor euren Augen? Ja, nicht so. Wie sonst könnten Schatten wie diese im Licht des Tages herumstreifen? Wären sie nicht gebilligt von der Sonne und unserer Sache verbunden? Oh nein. Vor vielen Jahren, als der große Ring geweiht wurde, endeten viele Gläubige auf Anordnung des strahlenden Dschiran unter den Hufen eines Behemoths. Mächtig ist der Behemoth in den Augen der Sonne, aber noch mächtiger ist er, durchdrungen von der Macht der Schatten. Lass diese hier, die Intrigen gesponnen hat, die Erste sein, die stirbt. Lass sie die Erste sein von Tausenden. Ja, nun. Ohne Waffen werde ich das Ding nie besiegen. Ja. Alle meine Waffen liegen oben auf der Plattform und ich komme nicht aus diesem Ring raus. Vielleicht kann ich seine Stärke gegen ihn einsetzen. Ja, warte mal. Die Säule schon. Noch ein Treffer und die Säule wird zusammen. Ja. Muss ich mich jetzt ausbauen oder nicht? Passt. Gut, dass der Nebel jetzt da ist. Dann kann Aloy sich da geschwind umziehen. Sag ich doch. Da hat er so viel geschwafelt, so viel. Und es hat ihm nichts gebracht. Ist der jetzt wirklich drüber hinweggesprungen? Der ist drüber hinweggesprungen, der Arsch. Ah, was? Er hat einen Eisbehälter auf dem Rücken. Kryopfeile sollten ihn hochjagen. Ja, Aloy, wissen wir doch. Es wäre nett, wenn du... Sehr gut. Uhuhu. Hat so viel gelabert für einfach gar nichts. Sei still. Schatten, tötet sie. Dann die halt auch noch. Warum überlässt du es ihn? Hol mich doch selbst!
Silence höchst selbst. Silence? Da kommt der Silence höchst selbst, um uns zu retten. Und jetzt habe ich einen schwarzen Bildschirm. Du bist hier. Wirklich hier. Hast dein Leben riskiert. Ja, natürlich. Wenn du stirbst, wird uns der Heilige Berg niemals seine Geheimnisse enthüllen. Dann hast du deine Zeit verschwendet. Helis zerstörte meinen Fokus. Und auch die Alpha Registry. Keineswegs. Ich habe jeden einzelnen Datensatz kopiert, während ich deinen Fokus überwacht habe. Ihre Installation auf einem neuen Fokus war ganz einfach. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Du machst es einem unmöglich, dich zu mögen, Silence. Aber den brauche ich wohl. Finden wir den Ort deiner Geburt. Vielleicht sogar den Grund dafür. Ja. Finden wir die Maschine, die mich erzeugt hat. Das willst du doch sagen. Ich muss los. Warte. Ja? Wie konntest du mich denn finden, obwohl ich keinen Fokus mehr hatte? Wirklich, Aloy. Man muss kein Genie sein, um zu ahnen, dass Helis dich mittags in den Sonnenring werfen würde. Ich brauchte zwei Läufer, um es zu schaffen. Es hat geklappt. Und jetzt ab mit dir. Seit wann kannst du Maschinen überbrücken? Der Fokus, Mädchen. Seit du diese Technik entdeckt hast. Ich musste für die notwendigen Teile natürlich einen Verderber vernichten. Aber du hast mir ja gezeigt, wie man das macht. Ein weiterer Vorteil davon, dich über deinen Fokus zu überwachen. Ehrlich gesagt, die zugrunde liegende Logik ist gar nicht so verschieden von den Riten der Banuk-Schamanen. Aber natürlich weiter ausgereift. Toll. Gern geschehen, schätze ich. Helis hat dich im Sonnenring erkannt. Du sagtest, du hast die Eklipse unterstützt. Nicht, dass du den Mann kennst, der mich töten wollte. Jetzt weißt du es. Der Mann ist eine Bedrohung. Also tun wir, was wir können, damit er und Hades nicht siegen. Gut. Ja, ja. Ich werde gehen. Was es schlimmer macht, Helis hat Eklipse ausgeschickt, um das Heilige Land anzugreifen. Die Nora sind schon geschwächt. Sie haben keine Chance. Du solltest mit mir kommen. Auf gar keinen Fall. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen. Was denn für... Warum frage ich eigentlich? Du sagst es mir eh nicht. Wenn die Zeit reif ist, melde ich mich. Ich melde mich später. Und einstweilen, falls du wieder ins Schatten-Kaja-Gebiet willst, habe ich hier eine Rüstung, in der dich niemand erkennt. Du denkst wirklich an alles, was? Einer muss es ja. Aloy, als du die Alpha Registry geborgen hast, unten im Zero Dawn Bunker, ich war gemein zu dir. Ganz im Ernst. Ich hoffe, dass im Innern des Berges jemand auf dich wartet. Kein Etwas, ein Jemand. Yeah. Ich sag ja, Silence, größte Probleme sind einfach menschliche Gefühle. Okay. Ich habe eine Rüstung erhalten. Inventar. Aha. Schatten. Getreu. Ja gut, die sieht nur nicht mal schlecht aus, wenn ich ehrlich bin.
Ja, Silence ist so eine Sache, ne? Wie ich schon sagte, hat er mit menschlichen Gefühlen heftig viel Probleme. Aber gleichzeitig... Begib dich zur Urmutter. Ach, das ist da hinten. Gleichzeitig scheint ihm Eloy sehr wichtig zu sein. Unabhängig von der Tatsache, dass er natürlich das Wissen von ihr haben möchte. Ich glaube, wenn er nicht so heftig Probleme gehabt hätte... Ich glaube, wenn er emotional ein bisschen ausgereifter wäre als das, was er jetzt halt hat, dann hätte zwischen den beiden ja durchaus was werden können. Aber da der ganze Charakter Silence einfach überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, mehr als das, was wir jetzt gesehen haben, an Gefühlen zu haben. Wie gesagt, ich finde Aloy ihm gegenüber oft sehr ungerecht. Geh mal bitte von der Maschine runter. So gehe ich von der Maschine runter. Okay. Zunächst einmal machen wir diese Brutstätte, bevor wir zu den Noran gehen. Da fehlt mir ja nur noch eine. Auch wenn ich echt nicht weiß, wo diese eine sein soll auf der Karte. Wirklich, ich bin jetzt alles nochmal so durchgegangen. Was haben wir da? Ist eine verbotene Zone. Da ist eine Ruine. Hier hinten ist ja Sonnenfall. Hier haben wir im Grunde schon die, ein merkwürdiges Angebot. Otit. Ach, das hatten wir ja bekommen. Waffe für die Loge. Vergiss es. Den Steinbrecher. Das ist die letzte Maschine, die mir fehlt. Das machen wir auch. Erledige die Schnappwolle. Das haben wir alles gemacht. Die Grauhabichte können mir gestohlen bleiben. Ein Moment des Friedens. Na gut. Okay, ihr Lieben. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Verratet mir, wie ihr diesen seltsamen Typen findet. Helis, meine ich? Ey, der Typ ist so krank. Also ich finde ihn sehr, sehr krank und fanatisch. Okay. Habt einen wunderschönen guten Tag. Und haut rein.